Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir einen großen Teil unserer Quests abgeschlossen, aber noch nicht alle. Zum Beispiel müssen wir immer noch die Grabgebühren einsammeln. Was wir jetzt tun werden, habe ich jetzt mal so entschieden, dass wir diese Quest noch beenden. Und dann wollen wir noch gucken, was es mit den Robotern auf sich hat und so weiter und so fort. Wir schauen uns aber natürlich in den Ecken, wo wir noch nicht waren, nochmal um. Wir schließen mal die Tür, weil wir können nämlich ohne Probleme alles einfach stehlen. Und ich habe das Gefühl, bin mir aber unsicher. Ja, sie stört sich nicht daran, dass wir was stehlen. Terminal benutzen, Nachrichten. Phyllis Granger. Phyllis, angesichts deiner guten Arbeitsleistung und positiven Arbeitseinstellung habe ich dir die Genehmigung für eine ärztliche Behandlung im Falle einer Ansteckung erteilt. Wie du sicher weißt, hat die Firma uns nicht ausreichend Medikamente für die Behandlung aller Arbeiter zur Verfügung gestellt. Ich wünschte, ich könnte alle Mitglieder der Spacer's Choice Familie behandeln lassen, die der Seuche anheimfallen. Aber dies ist nicht möglich. Die Arzneiprivilegien sind streng leistungsabhängig. Bitte teile deine Arzneiration unter keinerlei Umständen einem anderen Arbeiter mit. Wir sitzen alle im selben Boot. Persönliche Daten kann ich überbrücken. Fortsetzen. Letzter Eintrag. Theodor letzte Nacht beerdigt. Reed hat mich gebeten, seinen Tod nicht in unseren Quartalsbericht zu erwähnen. Klingt fair. Wurde gebeten, eine Stellungnahme oder sowas für die anderen Arbeiter vorzubereiten. Habe drüber nachgedacht. Weiß nicht, was ich ihnen erzählen soll. Endet nicht wie Theodor. Erledigt eure Arbeit, kommt pünktlich, lächelt, dann bekommt ihr eure Arzneiprivilegien. Guter Anfang. Ach du Scheiße. Hey, Phyllis. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Nee, bin ich nicht. Aber du bist dann wohl die, Vorarbeiterin? Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Tja. Foreman Granger. Grabgebühren. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Oh, doch, werde ich sofort machen. Diese Dokumente sind nicht in deinem Namen unterzeichnet. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Nett von dir. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Du meintest, der Typ hätte sich selbst erschossen? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Muss hart sein, Familie zu verlieren. Eugene wasn't family. Hast du nicht gesagt, was über Verwandtschaft und so? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Das kann nicht dein Ernst sein. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Aber er war doch ein Mensch, kein Gegenstand. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Okay, dann lasse ich dich mal in Ruhe. Das ist ziemlich, ich will's nicht sagen, krank. Das ist ein ziemlich kranker Weg, zu denken, meiner Meinung nach.
Was zur Hölle geht hier nur ab? Ein Buch. Maschinenhandbuch Band 2. Nehme ich auch mal mit. Ich werde ja nicht entdeckt, soweit ich es mitbekommen habe. So, gucken wir mal, was im Terminal ist. Fortsetzen. Aus dem Büro von Reed Thompson, Administrator des Außenpostens. Die Symptome der Infektion haben nun einen kritischen Punkt erreicht. Ich habe unsere Mitarbeiter instruiert, den alten Wohnsitz in ein Krankenlager umzufunktionieren. Die Seuche ist Teil der Realität des Lebens an der Grenze. Und als Mitglieder der Spacer's Choice Family wird von uns erwartet, dass wir uns der Realität stellen. Die Realität ist, dass wir nicht über genügend Arzneimittel verfügen, um alle von euch zu behandeln. Ärztliche Behandlung ist ein Privileg, kein Grundrecht. Wir müssen uns jeden Tag bemühen, zu beweisen, dass wir dieses Privilegs würdig sind. Wenn ihr Symptome der einsetzenden Seuche bei euch feststellt, ist es das Beste für euch und eure Familien, den Overall anzuziehen und zur Arbeit zu gehen. Arbeit stärkt den Geist. Psychische Krankheiten oder physische Krankheiten ist ein Zeichen spiritueller Schwäche. Echt krass, was hier abgeht. Oh, komme ich da irgendwie rauf? Also, bestimmt. Wartet mal, da muss man mal ein bisschen klettern, dass man in dem Spiel klettern muss, ey. Für eine Taschenuhr. Nein, danke. Gut, dann werden wir jetzt mal die ganzen Grabgebühren abgeben. Und danach machen wir uns auf... danach machen wir uns auf... Warte mal, stimmt, wir haben ja hier noch was. Aber da müssen wir mit Silas drüber reden, dass er es nicht stemmen kann. Hey Silas, ich habe 2/3 der Gebühren. Über das letzte Drittel müssen wir nochmal reden. Not today. Just helping this lady. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Von wem sprichst du, Silas? Ihrem Vater, ne? Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Tut mir leid. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? Es geht eher darum, was ich für dich tun kann. You run into any trouble? Ja, Konrad sagt, er kann die Gebühr sich nicht leisten. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners. Skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Du sprichst also von Erpressung. That's the word, extortion. Been on the tip of my tongue all day. Okay. Dann machen wir das jetzt einmal. Werden wir ihn einfach mal ein bisschen erpressen. Ich meine, warum nicht? Tut man halt so, ne? Ist ganz normal. In sein Hinterzimmer soll ich gucken. Wie soll ich denn das machen? Soll ich einfach mit ihm reden? What can I do for you? Du klingst, als hättest du Ahnung von der Materie. Mit Medizin kenne ich mich ja auch ein wenig aus. Oh? Am I in the company of a fellow doctor? Dafür müsste man den Begriff Arzt schon etwas weiter fassen. I am a Spacer's Choice certified surgeon. And if you must know, I can stitch a severed thumb with a 58% chance of avoiding gangrene. Das ist schön. Go ahead. Du scheinst ja echt begeistert von dem Ort zu sein. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. Was weißt du denn eigentlich über diese Seuche? The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Was sind die Symptome? Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Okay, und warum behandelt ihr nicht alles? Aber es klingt irgendwie nach Grippe, wenn du mich fragst. Whatever it may be, I have developed my own palliative. Boiled canid liver and a splash of ethanol. Warum behandelt ihr nicht alle? Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us.
Wessen Idee war das? Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful looking fellow, stares out of his office most hours. Okay. Ich gehe einfach mal hinten rein. Ist in Ordnung, ne? Tschüss. Pseudo-Apfelsaft. Brief von Phyllis. Konrad, Rezeptionist hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacer's Choice Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Das würde uns ruinieren. Also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne. Familienerbstücke oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreit nicht zurück. Rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Well, well, well. Da haben wir doch was, ne? Der hat sogar noch ein Sturmgewehr, der Typ. What can I do for you? Ich weiß über Eugene Bescheid. Warum verwendest du nicht seine Zähne als Pfand für deine Grabgebühren? You know about Eugene? How? Ich kann Gedanken lesen. You were probably poking around my things. I really shouldn't leave my letters sitting out in the open. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Aber ein paar Bits sind sie doch sicher wert gewesen. More than a few. Those teeth were his personal savings. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Are you asking rhetorically? Because if you're being serious... Ugh, gross. Desperate measures, Miss Holcomb. Desperate measures. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. It's the only way I'm paying my gravesite fees. Bist du dir sicher darüber? I'm sure that I have no other choice. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Ich habe gehört, er hatte sich umgebracht. Weißt du zufällig, was passiert ist? Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. Das ist schrecklich. It's a miracle of bureaucracy. If Eugene's death were filed as a suicide, we'd all pay the price for his crime. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Auf Wiedersehen. Ja, hier ist nicht alles tipptopp, wie man ja merkt. Ich muss mal ganz kurz mit denen nochmal reden, wenn die jetzt ihre Medizin bekommen haben. I don't want any trouble. Ich auch nicht. Esther sagte, sie würde Medikamente an die Bedürftigen verteilen. Esther's got medication? How? Did the boss get a new shipment? I'm sorry, it's just I thought we couldn't spare the medicine. Nope, I'm sorry. I can't accept help from Esther. If I deserved treatment, I wouldn't be here. Da liegst du falsch. Why? Mit deiner Selbstbestrafung tust du dir doch keinen Gefallen. That is exactly what I've been doing. Not my place to doll out punishment. Not even against myself. All right, you made your point. If Esther offers to treat me, I won't turn her down. Gut so. Gut so. They start asking you for some medicine. Come tell me. I'll set them straight. Nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht, dass du die verprügelst. So, dann. Jetzt dann noch schnell mit Silas reden und dann haben wir das auch schon geschafft.
Schön. Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. Stimmt auch wieder. Wir müssen über Eugene sprechen. Yeah? What about him? Du zuerst. Ich weiß, dass du ihn beerdigt hast. Well, yeah. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Seine Goldzähne. Die könnten was wert sein, wenn du sie rausziehst. Yeah. Funny thing. Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Das zweite auf jeden Fall. Okay, ich halte meine Augen offen. Let me know if you find anything. Wir müssen eine fucking Leiche jetzt finden, ist nicht euer Ernst. Okay, wo ist dieses frische Grab? Wo ist das Grab? Und wo sind... Ist doch nicht dein Ernst. Kann ich dir das nicht einfach so geben? Nein, ne? Something I can do for you? Nein. Ach, ist ja Bullshit. Okay, was ist denn die nächste? Da vorne. Ja gut, dann werden wir uns jetzt mal auf die Suche nach einem Leichnam machen. Ach du Heiliger. Da unten wird er nicht sein, oder? Nee, da unten sind nur Viecher, so wie ich sehen kann. Möter. Aber ansonsten nichts. Na, dann machen wir uns hier oben weiter. Auf den Weg. Mal an meinem Schiff vorbei. Wait. Kann es sein, dass es das hier sogar schon ist? Das wäre sehr schöner Zufall, wenn das hier schon das Lager wäre. Waren ziemlich einfach. Die haben auch keine EP gebracht. Okay. Habt ihr die Leiche hier irgendwo? Vielleicht? Nein? Nicht? Ach Leute. Ich hätte Hoffnung. Ihr habt mir Hoffnung gemacht. Und dann habt ihr die Leiche hier nirgends. Das kann doch nicht sein. Okay, die waren's nicht. Nächste Chance wäre hier hinten irgendwo, aber waren hier nicht Troglos? Ich glaube, hier waren Troglos, ne? Ja. Gut, dann werden wir uns trotzdem hier umgucken. Nicht schlafen. Sterben. Oh oh. Ich finde es super, dass man durch sie durchschießt, wenn die wieder hochkommen. Der hat Angst. Tja, Angst wird ihn aber nicht retten. Was haben wir denn hier? Eine Absturzstelle. Was haben wir bei dieser Absturzstelle? Viecher. Weitere Viecher irgendwo. Da. Okay, mittlerweile sind die echt kein Problem mehr. Überhaupt keins. Es ist so schön. Was haben wir hier? Ein Sturmgewehr, ein ehemaliges Plündererlager. Es kann also auch sein, dass wir ihn hier wiederfinden. Was ich aber tatsächlich sehr, sehr stark bezweifle. Ja, doch, irgendwie. Eine Wurfballkarte.
Ja, ich glaube nicht, dass wir die Leiche hier finden werden. Oder? Nee. Scheiße. Es kann doch nicht sein, dass wir eine Leiche verloren haben. Wieso finden wir die nicht mehr? Gibt's doch nicht. Okay, wo könnte sie noch sein? Wir wissen von dem Lager. Wir wissen von dem. Wir wissen, dass hier ein Lager war, was wir aber jetzt erledigt haben. Ich verstehe es nicht. Kehre zu Silas. Du hast die Grab. Ja, ich würde ja gerne. Kann ich es einfach abgeben? Ja oder nein? Vielleicht hätte ich das auch gar nicht gerade machen müssen. Vielleicht kann ich auch einfach abgeben. Was haben wir hier noch? Stimmt ja, wir hatten ja hier noch am Anfang ein paar Plünderer, die uns überfallen wollten. Ich bin ja nicht den Weg gegangen. Das ändert sich natürlich jetzt, so. Wenn wir sie einfach erschießen. Ja. Sie haben es nicht kommen sehen, außer der letzte. Da habe ich daneben geschossen. War hier vielleicht die Leiche dabei? Ich bezweifle es eigentlich. Ja. Ja gut. Dann haben wir das auch erledigt. Ich weiß doch auch nicht mehr weiter. So, ich soll mit dir reden. Something I can do for you? Wegen den Gebühren. Run into any trouble? Alles erledigt. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Ich hab mir für dich den Arsch aufgerissen. And I'll buy you a drink sometime. Danke. Aber ich hab eher an harte Währung gedacht. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Du, Abernathy wollte seine Krankheit verheimlichen. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Er dachte, du wüsstest davon. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Okay. Wir hätten gar nicht nach der Leiche suchen sollen, weil finden wir wahrscheinlich eh nicht. Na super, dann haben wir jetzt nur noch einen Nebenauftrag und dann nur noch unsere Hauptquests. Ich weiß aber nicht, ob wir diesen Nebenauftrag jetzt großartig weiterführen können mehr. Ich glaube nicht, dass wir dafür genug Zeit mehr haben. Aber wenigstens hatten wir ein bisschen Action in dieser Folge. Nicht so wie in einigen Folgen davor, wo wir nur gequatscht haben. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe die Dialoge, finde die ziemlich gut geschrieben. Aber ich denke, für euch wird es nicht auf Dauer spaßig sein, immer nur Dialoge zu hören. Bring us honor, Soldier. Du, ich hab dein komisches Paket. Feast your eyes, Soldier. This here is a genuine Spacer's Choice Injury Customizing Unit. Designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Klingt lustig. Fun. This ain't some quarterly performance review, Soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Tja, weißt du was? Reed hat mir einen Code bereits ausgegeben. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Das kann ja nicht so schwer sein.
If you die horribly, I will pour out a can of Zero G to your memory. Na danke. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ich würde gern da rein, aber wenn ich es öffne... Ich gerade sage, wenn ich es öffne und er es sieht, dann habe ich Problem. Jetzt habe ich natürlich kein Problem mehr, weil er es nicht sieht. Können wir die Tür wieder schließen? Danke. Parvati wird es eh wieder öffnen. Nee. Warum läufst du jetzt hier drinnen rum? Könntest du bitte rausgehen? Ja, ich würde gerne schaffen. Und zwar würde ich mich hier gerne ranschaffen. Aber dafür musst du raus. Ich will nicht, dass du mich siehst. Nein, 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 du siehst nichts, du siehst nichts, du siehst nichts. Flüsterrohr, Mr. Ouch. Den Niedrigdruckanzug brauche ich nicht. Berät brauche ich auch nicht. Den Mülleimer würde ich schon gerne. Die Bitmodule mitnehmen. Auch diese Sachen würde ich gerne mitnehmen. Klappe Handy. Läuft er jetzt hier die ganze Zeit im Kreis? Ja, tut er. Ich habe es geöffnet, also muss er jetzt auch hier sein, oder wie? So ein Scheiß. Sieht er das? Wo ist der überhaupt? Wait. Wurde gerade ein Feind angezeigt? Dabei gibt es hier keinen Feind. So, ich glaube, ich habe fast alles, was ich hier raus will. Noch die zwei Sachen. So. Ich bin zufrieden. Und allein für die Erfahrung werde ich hier gleich das Tor noch öffnen. Aber halt auch aus der Seite. So. Wir müssen es ja nicht ganz öffnen. Gut, dann haben wir das auch erledigt. In der nächsten Folge werden wir der Hauptquest mal ein Stück folgen. Und zwar werden wir... Genau, hier volle Energie einmal machen. Und dann werden wir mal auch mit den ganzen Deserteuren reden und gucken, was da so abgeht. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos.